So, und jetzt kommen wir zu unserem zweitletzten Award, Open Internet. Was hast du dazu zu sagen, Adrian? Genau, ich sage dazu, dass ich mehr Zeit habe, als ich gedacht habe. Also kann ich etwas philosophischer werden. Oh. Ich versuche es nicht zu übertreiben. Wir haben heute Morgen eine Diskussion gehabt, was ist mit den großen Player? Was ist mit Google? Was ist mit Facebook? Was ist mit diesen Firmen, die quasi einen Riesenanteil des Wissens von uns allen quasi aggregieren, monopolisieren, schließen, weil sie halt clever genug waren, auf irgendeinen Netzwerkeffekt zu setzen oder etwas angedacht zu haben, was vielleicht wir vielleicht angedacht haben, aber nicht umgesetzt haben, weil es vielleicht so verrückt klang wie OpenStreetMap am Anfang. Macht sowieso niemand, wird sowieso nie was. Ich meine, wenn der Typ nicht in seinem stillen Klemmerchen angefangen hätte, hätten wir heute kein OpenStreetMap. Und der Award hier, Open Internet, digitale Nachhaltigkeit, das ist etwas, ein Award, ich würde mal sagen, wo wir etwas mutig sind, selber aus der Jury. Wir suchen etwas zu prämieren, was vielleicht noch nicht super bekannt ist, aber wir denken eben, dass es helfen könnte, zu verhindern, dass wir in so eine Situation reinkommen mit einer neuen Thematik. Und der Rest kann ich leider erst sagen, wenn der Gewinner bekannt ist. Open Network. Vielleicht erklärt ihr erstmal, was ihr überhaupt macht, weil ich glaube, es ist ja, genau. Yeah, I don't know. Yeah, thank you, everyone. And I think you, Peter, you want to say a number, right? Okay. I just thought it's your turn now, because he's the seed in Switzerland. So we participated, we growed, finally. And so the prize, just give me a second, then I will come back to the topic. So it goes not just on us three, it's a community based on 25,000 members. Worldwide. And the idea finally is to provide an open Internet of Things, which is open for everyone, which can be used for everyone. And so it seems to be a quite interesting technology, and we believe in the potential that will help everyone to find new or to realize new ideas in the topic of digital transformation, but as well in Internet of Things thing. Okay, then. Yeah. One thing. If you're staying tonight for the Hack Night, there will be Gateway and some kids if you want to try the technology and play with it. Also jetzt komme ich noch als Outsider und versuche noch zu erklären, was ihr macht. Ich habe mir gedacht, sorry. Also, ich habe gesagt, die Jury lässt sich hier etwas auf den Ast raus. Wir sagen ja eigentlich, wir wollen Impact zeigen. Der Impact, den müsst ihr noch beweisen. Mhm. Das wird noch etwas Arbeit sein. Wir haben heute zunehmend Dinge, die wir versuchen, als IoT, Internet of Things Devices, ins Netz zu hängen. Wenn ihr das mal versucht habt, ich habe vor Jahren mal beschlossen, ich stelle jetzt auf meiner Alp im Tessin einen Temperatursensor hin. Da habe ich dann relativ schnell aufgehört, weil ich festgestellt habe, da muss ich Swisscom eine SIM-Karte bezahlen, das bezahle ich denen nicht. Habe ich damit aufgehört. Vor ein paar Jahren hat ein neuer technologischer Standard quasi begonnen, sich durchzusetzen, und der heißt LoRaWAN. LoRaWAN, genau. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, glaube ich, komplett offen. Es ist zu 90, also der Standard, Netzwerkstandard ist offen. Die Funkchips, die man braucht, die haben Patente drauf. Und was auch noch erwähnenswert ist, ein Teil des Funkstandards wurde in Rüschlikon, am IBM-Forschungslabor, und in Neuchâtel entwickelt. Also wir haben viel Schweizer Technologie drin. Cool. Also dieser Standard ist darauf eben ausgelegt, dass wir kleine Päckchen an Informationen über weite Distanzen, über sehr tiefe Energieanforderungen transportieren können. Und ich denke, das ist der große Unterschied zu einem GSM-Netzwerk. Genau, 10 Kilometer kann man übermitteln, und ein Sensor kann zum Beispiel mit einer kleinen Batterie, kann man einen Temperatursensor 10 Jahre betreiben. Also ihr seht, da kommen ganz, ganz neue Möglichkeiten auf. Da hat sich eine
wirklich super aktive Community begonnen, darum zu bilden. Eines, das vielleicht etwas vom Namen her bekannter ist, ist das Things Network. Mhm. Ihr seid mit denen verbandelt, glaube ich. Es geht quasi darum, dass wir eben in Zukunft IoT-Netzwerke bauen können, ohne dass wir zwingend abhängig sind von Playern wie Swisscom, wie anderen kommerziellen Anbietern. Swisscom ist im Game auch dabei, aber es ist nicht zwingend. Was ihr aufbaut, ist im Prinzip ein Netzwerk von Empfängern, und korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle, das über die Schweiz verteilt ist, mit dem Ziel, dass man eben private Netzwerke betreiben kann, ohne an kommerzielle Firmen Geld bezahlen zu müssen. Genau. Ihr macht auch super lustige Aktionen, weiß ich natürlich durch meinen Kollegen. Ihr wart auf dem, wie heißt der? Ja, also ein Gateway steht auf dem Weißenstein. Genau. Der hat natürlich eine prominente Stellung hier, den können Sie auch Geräte verwenden bis hier in den Raum Bern oder noch weiter. Irgendwann stehen wir dann bei den Alpen an, aber in Richtung Frankreich geht es auch noch 200 Kilometer weiter, wo Sie damit arbeiten können. Und es ist einfach ein wunderschönes Community-Projekt, weil ihr habt dort den Kontakt mit Kabelnetzbetreibern gesucht, die dort oben dummerweise eine Glasfaser oder eine Kupferleitung haben, damit ihr dann den Gateway ins Internet machen könnt, weil die Daten sollen ja irgendwie ins Internet, man will ja die Sensoren dann verknüpfen. Das heißt, mein Gateway zu Hause kommuniziert zum Beispiel mit dem Weißenstein, dann von dort geht es ins Internet und dann habt ihr Gateways, die die Daten zugänglich machen für die Allgemeinheit. Also nochmals, ein Projekt, das in den Kinderschuhen steckt, aber ich denke, solche Projekte braucht es eben, damit wir verhindern, dass nicht wieder ein Facebook for the IoT quasi diesen Space in 5 bis 10 Jahren dominieren wird, sondern dass es dieses Mal eben eine Community wird, ein Wettbewerb und nicht ein Monopol von einem Privaten. Und deshalb wollten wir diesem Projekt als Jury mehr Visibility geben. Kann ich noch sagen, wir haben eben auch eine aktive Community, also wir haben einen Slack in der Schweiz mit 500 Leuten und wir haben auch Meetups, seid ganz herzlich willkommen, und ein Gateway, einen günstigen Indoor-Gateway ohne Blitzschutz und so ist schon unter 300 Franken zu haben, und da kann man 10.000 Nodes dran anschließen. Also unter wie viel Franken? Unter 300 Franken. 300 Franken. Ein Raspberry Pi ist dann auch mehr oder weniger Open Source plus noch ein Concentrator, der ist dann Closed Source. Genau. Ende Werbung. Nochmals vielen Dank. Gratulation für das Projekt. Herzlichen Dank. Danke.